Hallo, da sind wir wieder, Pepa und Kitte. Wir sind hier in Arc auf dem Marktplatz vor der Anschlagtafel oder vor dem Anschlagbrett ist es ja eigentlich und wollten erstmal das Kopfgeld holen für diese Wirkler-Sache. Stimmt's? Jawohl. So, na, haben wir wieder ein paar Groschen mehr. Ja. Und dann gucken, ob es noch einen gibt. Ora-Millentanz, eine Viehdiebin. Am alten Leuchtturm an der Bauernküste. Na gut. Aha. Opferungen, aha. Wildmagische Fähigkeiten. Aha, naja. Gut. Millentanz. Frischer Fisch und so, dann wollen wir zur Bank, oder? Ja. Wir stehen ja schon fast davor. Erstens mal haben wir so einen Anteilschein abzugeben. Und dann wollten wir ja gucken, was unsere Schreitet Einlage wohl, Messer. Wie kann euch Silren und Freunde heute zu Diensten sein? Ah, ansprechen, nicht stehlen. Nicht stehlen? Also wirklich, willst du nur Mann. Stehlen? Jetzt geht er weg. Hä? Doch, er kommt. Und warum? Ah, die Tür aufgemacht. Messer? Schreitet wohl, Messer. Wie kann euch Silren und Freunde heute zu Diensten sein? Muss ich das verstehen? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Beteiligung hinterlegen wollen wir als Ja, also erstmal die Beteiligung hinterlegen. Zeigt mal her. Gut, das sieht doch halbwegs dienlich aus. Wir werden eure Beteiligung dann mit euren Zinsen adäquat verrechnen. Na, das wollen wir doch schwer hoffen. Jetzt geht er wieder weg. Haut er wieder ab. Hallo, die Tür ist offen. Jetzt geht er an den Schalter. Schreitet wohl, Messer. Ja, ja. Wie kann euch Silren und Freunde heute zu Diensten sein? Ja, ich muss die Sicht umschalten. Aha, verstehe. Ja, das stimmt, das musst du wohl machen. Wir können ja mal fragen, wie teuer so ein Anwesen ist, ja? Ja, natürlich. Oh, was hat der denn alles? Naja, hier hat er nicht viel. Na? Oh, Bücher hat er. Das ist ja interessant. Der hat so gut wie alle Bücher. Ja. Wenn auch immer nur wenige davon. Oh, meistens zwei von den Meisterbüchern hat er nur eins. Aber praktisch alle. Ach, Baupläne, jede Menge Baupläne. Ahorn? Bauplan Ahorn, habe ich gerade gesehen. Ja. Naja. Drachenflucht. Feuerholzstapel. Ach, da kann man sich die Baupläne für Einrichtungsgegenstände kaufen. Ach so. Gemälde. Schon, aber Heuballen. Möchtest du Heuballen im Wohnzimmer? Nicht unbedingt. Sei denn, ich würde Pilze züchten. Man kann ja auch eine Pilzzucht aufbauen. Oder man kann ja. Naja. Aber wie, aber du willst doch eigentlich, wolltest du doch mal fragen, was so ein Haus überhaupt kostet? Denn du hast ja noch gar kein Haus. Ich meine. Trophäe Grubenratte. Ja, wohl kaum. Trophäe Ziege. Wow. Nee, Trophäen wollen wir nicht. In Skagen hatten wir ja Trophäe, das gehört irgendwie dazu, zu diesen Häusern. Ah. Haus am Laxis, Adelsviertel. Ich glaube eher auch nicht. Aber was kostet das Haus am Marktplatz denn? 6.115. Am Marktplatz ist billiger. Ja, das ist 1.101. Unsere Kragenweite, würde ich sagen, nicht wahr? Ja, ja, aber im Moment. Nein, wir haben wichtiger Sachen zu tun. Wir möchten mal was abheben vom Gold. Mal gucken, was ist denn draus geworden? Natürlich. Oh, boah, so sind die ja Hälfte dazugekommen. Naja, nicht da ganz. Ja, wir hatten erst 100 der und dann 1000 und ein paar zerquetschte angezahlt, aber immerhin. Aha. Nicht übel. Zinsen 43 Groschen und Anteile 6 Groschen. Haben wir ja erstmal nur so. Wow. Okay. Wow. Und wir dann hatten ja wir ja. Ach doch, wir wollten ja. Schreitet wohl. Wir wollten von und dem anderen nicht, abheben. Bei Silren und Freunde ist euer Geld sicher.
überaus. Können wir abheben? Wir wollten ja das andere angucken, oder? Wir haben ja einen Schlüssel geklaut. Abheben? Na, nicht von dem. Moment mal. Da müssen wir ja wohl schon reingehen. Ja. Und das Bankfach suchen, ja? Naja, das ist schon klar. Meinst nicht? Ja, ja. Oh, Zellentür. Die schließen dich gleich ein. Du hast geklaut. Ach. Aber du bist ja, glaube ich, nicht... Mal gucken. Hey, wie heißt denn das? Das ist doch der Schlüssel, oder? Halt. Oder ist es unserer? 2211. Ah, das ist 2211. Das ist 2221. Ja. Benötigt einen Schlüssel. Also. Ja. Das ist es wohl nicht. 12. Nee, ich glaube 22. Aha. Nee, ist 1211. Wir brauchen ja... Das war doch 2211, oder? Ja, ja, das ist 2211. Nee, das ist hier nicht. Hier das ist ein, entweder oben oder so ein Stockwerk oder ein anderer Raum. Hm. Muss, glaube ich, eine Treppe höher. Geht's nach oben? Könnte sein, dass es oben ist. Ja, sie im Hotel, weißt du? Nee. Das ist eine Meistertür, die ist uns noch viel zu schwer. Irgendwo müsste man wahrscheinlich erstmal. Ah, 2212. Andere Seite. 22 ist leer. Öffnen. Ist auch leer. Leer. Nee. Ja. Man kann hier mal hier fragen. Ist es doch, das 2211. Wir haben ja einen Schlüssel. Also, genau. Aha. Na ja, dann? Genesungstrank. Exklusiv. Gift des Leidens. Na? Bitterbrandwein. Na, ich weiß ja nicht. Edelsteintruhe, das ist interessant. Ja. Ich würde sagen, ja. So. Ich meine. Ein Groschen. Aber der Rest ist gar nicht so übel. Du willst ja die Welt retten, also kannst du auch klauen. Ach, wie moralisch. Ach, wir sind ja wieder so moralisch. Hast du ein schlechtes Gewissen, meine Lieben? Wir waren nicht so reich. Wir sind noch Stapel. Stapel, was, wo, wie? Mann, wie komme ich denn da ran? Wo? Oh ja, das Gold. Reinspringen musst du da nicht ran. Durchsuchen. Einkaufen. Zack. Ja, das ist schwierig. Das ist nicht in Ordnung. Ja, ha. Du hast ihn. 20 Groschen. Immerhin. So, 20 mehr Groschen. Sehe ich jetzt aber nicht. Naja, ich meine, es ist natürlich nicht nett, dass wir den jetzt erleichtert haben, oder? So richtig reich war der Bibliothekar jetzt nicht geradeaus. Aber egal, schieß mal die Tresortür mal wieder. Hm? Ja, genau. Ist ja leer. Können wir schließen. Das ja, das Ganze nennt sich doppelte Moral. Ja, wir sind ja so moralisch. Nee. Okay. Keiner hat nichts gesehen. Hier sind gar keine Wachen. Ist das nicht erstaunlich? Nee, wenn du den Schlüssel hast, warum brauchen wir dann Wachen? Ja, es könnte hier einer kommen mit den entsprechenden Fertigkeiten. Ach. Also, wir kommen wieder, wenn wir Meisterschlösser. Ich glaube, du kannst die Tresore als solche nicht öffnen. Ohne Schlüssel. Hm? Na, da waren aber Meisterschlösser. Ja, das waren Meistertüren davor, dass du da überhaupt reinkommst dann. Tja. Und du dann den Tresor ausräumen kannst. Man wird sehen. Ja, oh, was ist denn das für ein Spiel? Nett. Ich muss erreichen will. Okay. Okay, was wollen wir als nächstes machen? Wir wollten. Wir wollten das hier machen. Legenden, da wissen wir nicht, wo das ist. Also, ich habe jetzt gelesen, also nochmal geguckt in unseren
letzten Folgen und habe das gelesen. Der blinde Schürfer ist hier Unterwelt, in der Pechgrube. Genau, in den Pechgruben. Das machen wir aber später, machen wir jetzt noch nicht. Und bei den anderen, da müssen nur wir so durch die Gegend. Ungefähr. Ja, so ungefähr. Mal sehen, ob wir drüber stolpern. Naja, eins ist Pulverwüste, da kannst du eine Hoffnung haben. Das andere ist irgendwo im Düsterwald oder so. Ja. Also für ein Haus reicht's noch nicht so ganz. Nee, machen wir nicht. Wir gucken jetzt erstmal. Das ist auch. Nee, machen wir auch noch nicht. Zu schwierig. Da könnten wir hin. Aber wir können hier erstmal den Zweier machen. Ja, genau. Mal gucken, wie. Das pyräische Artefakt. Genau. Das ist hier Altdolesch und Altdolesch ist hinterm Myradenturm im hinteren Herzland. Ganz schön weit weg. Wir sitzen einfach nur rum und warten darauf, dass sich die Sachen von selber klären. So. Das ist ja eine tolle Rüstung, die er hat. Ja, die ist gar nicht so schlecht. Oh, die ist gar nicht so übel. Okay, dann gehen wir mal ins Südviertel. Da ist nämlich auch ein Myradenturm. Da haben wir ja bis jetzt nur die eine Seite gesehen, wo man in die Unterstadt kommt und aus der Stadt raus in Richtung Hafen. Ach, du meinst, wir können fliegen, ne? Ja. Gut, wir haben ihn auch schon gesehen, den Myraden. Ja, hier sind wir ja schon öfter vorbeigelaufen. Hier ist die Brauerei. Mhm. Und da oben. Was für ein mieses Wetter. Ja. Apropos. Ja, mieses Wetter. Oft ändert sich das Wetter, wenn man in der Zwischenwelt war. Also gehen wir mal hin. Ich glaube, wir haben doch ein Level gekriegt. Ja? Oder täusche ich mich? Ich weiß es nicht. Nö, haben wir nicht. Nee, hast du denn, bist kurz davor. Ja. Brauchst du ihn leider. Ich dachte, ich hätte es schon gekriegt. Da hast du aber einen Traum gehabt. Ja. Aber bitte, warum ein bisschen läuft vor der euch so langsam? Weiß ich nicht. Schleißt du? Nee, doch. Komisch, jetzt läuft er wieder schneller. Halt. Hier geht die Treppe hoch. Na, du machst dann ganz wuschig mit den Augen. Ja, das verwirrt einen wirklich. Irritiert vor, total. Heute, wenn man selbst hätte, oder wenn es normal wäre bei uns, dann würde es dir auch gar nicht so komisch vorkommen. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Na, erzähl mal was über die Myraden. Ja. Über Myraden? Was soll ich da groß erzählen? Es sind wunderschöne Tiere, majestätisch und wild. Und gefährlich, wenn man einem Ungezähmten begegnet. In der Zeit vor der Blutmondrevolte, also vor einer ganzen Weile, waren gezähmte Myraden wie meiner hier noch ein seltener Anblick. Aber mittlerweile sind sie zumindest hier auf Enderal ziemlich geläufig. Schade irgendwie. Ja. Jetzt haben wir. Okay. Gut, ja, warum schade? Ach, das klingt vermutlich albern, aber manchmal sehne ich mich nach der Zeit, in der Großvater gelebt hat. Myradenwärter waren damals viel angesehener, erzählt er immer, und verkehrten mit erhabenen und sogar Ordenshütern. Mhm. Mittlerweile. Naja, ihr könnt's euch schon denken. Es ist eben zu was Gewöhnlichem geworden. Ja. Und ein Flug ist auch bei weitem nicht mehr so teuer wie früher. Aber was soll's. Myraden verständigen sich über Schnalzlaute, kaum hörbar für einen Menschen. Ich als Wärter, der Berylo hier beispielsweise schon seit er ein Küken ist, kennt, kann sie aber wahrnehmen. Und mit ihnen sage ich ihm dann das Ziel eurer Reise, wenn es an den Abflug geht. Das gilt natürlich nur für Strecken, die er auch kennt. Neue müssten wir erstmal gute 100 Mal abfliegen, bevor er den genauen Weg alleine findet. Aha. Ja. Gut. Na gut, wir wollen mal fliegen. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Ich glaube, das war hinteres Herzland, ne? Wir werden schon sehen, wir werden schon sehen, was wir davon haben. Ich glaube, hinteres Herzland war der. Ich war so fasziniert, wo wir hin wollten. Ansonsten fliegen wir ganz schnell woanders hin. Ach ja, der bringt einen ja zu einem Myradenturm, oder? Ja. Die fliegen immer von einem Myradenturm zu einem anderen. Oh,
hier ist ja auch so ein Mistwetter. Hier ist auch ein Mistwetter. Warum habt ihr überall so ein Mistwetter? Sieht so cool aus, ne? Okay. Hör nach oben, hör dann nach unten. Ja, für ein Schnurrbart. Ja. So. Du bist auch wieder doppelte Lottchen irgendwie, ja. Du Myrade, du. Ja. Doppelte Lottchen einer Person. So, was nehmen wir uns denn diesmal? Hier haben wir noch einiges zum Steigern. Ja, das erste Mal dachte ich um 25, 45, 60% kritische Treffer. Ja, nein, ja, nichts von wegen Sekunden, Wirkungszeit, ja. Ja, gemein. Haben wir hier noch was? So, starke Szene, haben wir hier noch was? Nee, das ist alles, das ist schon gemacht. Da haben wir schon alle, 1 und 2, geschickte Hände. Konzentration. Vielleicht sollte ich mir mal Feuerpfeile nehmen. Ist manchmal gar nicht so unpraktisch. Wenn du meinst. Ja. Eins mal. Kommt das automatisch dann? Nee, das sind was? Ja, wie die Rufe bei Skyrim. Ach so. Also so wie hier Schatten des Windes oder so. Richtig, genau. Das da oben in der Leiste. Mhm. So, mal sehen, wie das Wetter ist. Manchmal ändert sich's, wenn man zurückkommt. Tja. Hoffen kann man ja. Ja. Ja, so ein Gewitterwetter ist auch nicht das Wahre. Nee. Na los. Der Myrade ist aber schneller geflogen. Da! Ja, sieht besser aus. Ha, viel besser. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo wir hin müssen. Das ist gar nicht gleich dahin. Hier. Dahin. Das finde ich richtig. So, wir haben aber drei Markierungen, also setze ich mir einen eigenen in die Richtung, weil sonst wissen wir nämlich gar nicht, in welche Richtung wir müssen. Du hast drei Markierungen? Ja. Geht der automatisch auf alle drei Der zeigt alle drei an. Festungen oder was die ist das? Ruinen. Wir haben ja drei Ziele und der zeigt alle drei Ziele an. Ach so. Solange sie noch offen sind. Mhm. Ach, guck mal, wenn man zu viel Gepäck dabei hat, kann man noch schnell abladen. Das ist. Finde ich auch gut. Ganz praktisch. Was haben wir denn? Distel mitnehmen. Was ist das? Korundum. Korundum, nehmen wir doch mit. Ja, klar. Und keine Edelsteine dabei. Ah ja. Gut, ausgeschöpft. Was denn? Hörst du, was ich höre? Wölfe. Dämliche Wölfe, die... Die Nerven, Emma. Ich sag ja, kein Spiel ohne Wölfe. Die Rollenspiele also, brauchen alle mindestens einen Wolf. Also, das sind ja meistens natürlich Massen von Wölfen, die da sind. Und dann hier einmal auf Schatten. Der ist schon auf der 3, das ist gut. Flammenbiss und Eisenschwert. Bogen. Okay, dann kann's losgehen. Also in Pillars of Eternity gibt's ja auch Wölfe, stimmt's? Ja, klar. Da gibt's auch Wölfe. Ja, stimmt. Aha, na. Du bist ein Wolf und kein hungriger Wolf. Der ist gut ernährt und deswegen wahrscheinlich kräftiger. Mistvieh. Blödes Vieh, hat er mich schon wieder angeknabbert. Tja, sind auch sehr schnell. Keine Mora, na gut. Scherkappe. Aber Scherkappe.
Hier ist nichts drin. Noch mehr Scherkappe. Habe ich da schon wieder einen Wolf gehört? Ja. Ah, guck mal. Hier ist ja eine Ruine. Ah, in Ruinen schleichen doch auch immer so dämliche. Oh, Murata Pinella. Nicht übel. Verlorene oder ja. Banditen. Wo geht's denn hier rein? Oder Riesenratten. Hm? Ja, Riesenratten gibt's da auch ziemlich oft. Ach, ich höre schon was knarzen. Aha, ein fleischloser Verlorener. Ja? Na. Ich bin abgerutscht. Ja, ich habe mal diese 4 Bücher durchgelesen, die wir da in der Bibliothek gefunden haben, um ja, zu wissen, wo wir eben die, die finden, diese speziellen Gegner. Und wie schon gesagt, in der Pechgrube ist das erste, da kann man hin. Aber bei manchen, da braucht man eigentlich aber überall irgendwie noch, oder fast überall, glaube ich, noch Gegenstände, ne? Du kannst zum Beispiel diesen blinden, der so leuchtet, Mann. Verlorene. Diesen blinden Schäfer kannst du nichts tun, noch. Wenn du nicht so eine Trophäe, irgendwas hast, ich weiß gar nicht, was du da brauchst, aber irgend so eine Trophäe, du musst erstmal herstellen. Nee, ist keine Trophäe, ein Totem ist es. Ja, für den für den Typen da in der Pechgrube muss man ein Totem herstellen. Nicht, da haben wir ja auch schon erfahren, dass wir zu den Apothekari gehen müssen. Die wissen da wohl mehr drüber. Aber es ist Psionik. Oh, und Psionik ist verboten. Also wird das wahrscheinlich da nicht jeder gerne zugeben, dass er das betreibt. Also diese Schule der Magie. Jetzt komm endlich mal. Ein erwachter Verlorener. Die sind doch alle irgendwie erwacht, oder? Nein, das ich sehe ihn nicht. Rumlaufen. Doch, jetzt. So. So, er hat dir noch mal gedroht. Hm. Du. Ja, ist eigentlich irgendwie immer... Ha! Hätte ich ja nicht gedacht, dass ich den noch finde. Ja. In mehrere Teile zerlegt. Da vorne, glaube ich, ging's rein. Wo der eine Schütze war. Genau. Ey! Hast du gesehen? Blitz irgendwas. Da war irgendwie ein Blitzstab oder irgendwas. Na gut, nimm erstmal das, was du da jetzt gefunden hast. Aber dann guck mal genau hin, da war irgendwas. Ja, ja, hier. Stab des Blitzes. Mhm. Und ein Buch ist er auch. Mhm. Nee, den hast du ja gerade angeguckt. Ja, ja. Ja, ist eine Funke, Rang 2, mein. Aha. Und noch ein paar Groschen. Mhm. Nicht verkehrt. Tja. Ist immer blöd mit den Skelettis. Man ja. kann es eigentlich nur mitnehmen, die ganzen Sachen, die sie haben. Ja, ja. Weil sonst fällt man immer wieder drauf rein und manchmal hat es noch nicht ausprobiert. Man durchsucht 23 Mal das gleiche Skelett. Und das andere Skelett, das kriegt man gar nicht. Das sind nette Geräusche. Erwachte voll. Ja. Ja. Startpfeile, wow. Kannst du alles nehmen. So. Ich glaube, ich sollte sowieso mal etwas stärkere. Hast du gesehen, wie oft ich da schießen musste? Ja, schon gesehen. Ich weiß ja nicht, wie viel du inzwischen hast von den Startpfeilen. Guck mal doch mal. Alte Startpfeile 30, Spitze 47. 134 normale hast du.
Ja, dann nehmen wir mal normale Stahlpfeile, ja. Kannst du mal speichern? Ja, ist vielleicht gar nicht so abwegig. Oh, das ist eine Farm. Ah, guck mal, hier ist ein Bergwerk. Ein Lager, aber eine Farm. Wo ist denn meine Markierung? Ja, welche? Guck doch mal lieber auf der Karte. Entdeckt. Da war ja mehrere. Haben. Ja, ich bin schon direkt dran, ne? Ja. Da ist der Questmarker schon größer wie meine Markierung. Der ist weg. Ja, das ist er vielleicht, ne? Oh, pass auf. Was ist das? Ihn. Ah ja, ich sehe ihn auch. Da ist er. Er kommt auf dich zu. Oh, bring immerhin 100 Punkte, du. Ja. Ich sollte vielleicht... Ach so, habe ich sogar schon wieder an. Den sollte ich vielleicht öfter mal nutzen. Ja, hier ist ja das. Das ist ein Marker. Ha! Gefunden. Ja, wenn man die Richtung konsequent beibehält, dann findet man sich sogar. Mit ein bisschen Glück. Weiß jemand, wie es hier rangeht? Wahrscheinlich gibt es da wieder mal so eine Falltür, oder? Irgendwo. Könnte ich mir vorstellen. Oder nee, guck mal, da geht's rein. Ja, das sieht aus wie eine Tür, ne? Hier ist ein Loch. Halt. Ja, ist ein Loch. Aber erstmal gucken wir mal, wer hier jetzt kommt. Da ist er. Es sind zwei. Einer schießt. Der andere, der schießt. Schießt du eben? Geht's nee. Ja, man kann ja sehen, wie er schießt. Ja, ja. Der ist gar nicht so schlecht. Bevor du da reingehst, falls du das jetzt überlebst, solltest du. Naja, der hat gute Pfeile und der ist noch nicht angeschossen. Wo ist denn der? Na, vorhin habe ich ihn gesehen. Jetzt sehe ich ihn nicht. Dummerweise sieht er dich an. Na, ich glaube, du bist auf dem Holz. Der schießt ja in den Rücken, würde ich sagen. Na gut. Ich sehe ihn nicht. Da ist einer. Da ist er. Da schießt er nicht in den Rücken, der ist hier. Aber ist das der Einzige? Ich glaube es nicht. Da schießt noch einer auf dich, würde ich sagen. Oder? Nee. Das war's, die Musik ist weg. Esst mal was. Ich glaube, jetzt sollte ich mal was futtern. Das wird langsam Zeit. Eine Wurst. Tja, das war's mit der Wurst. Weg ist er. So, der war irgendwo hier. Hier ist er. Ah. Der hat auch gute, ja, die auch haben auch schon Stahlpfeile. Und deswegen, also wenn er dich trifft, dann tut es auch ganz schön weh. Ja, dann wird es Zeit, dass wir auch entsprechend aufrüsten. Ja, ich glaube, jetzt können wir rangehen. Ja, ich würde sagen, wir speichern, bevor wir da reingehen. Man kann sich ja mal schon mal davor aufstellen. Dann machen wir erstmal Schluss. Ist so eine Tür. Jo. So ein Tor oder so. Gut. Okay, gut. Bis zum nächsten Mal dann, ja? Bis dann. Ciao. Tschüss.